Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Die grüne Pfanne ist heute in Lauterbach angekommen. Mein Name ist Ramona, ich bin 46 Jahre alt, lebe hier in Lauterbach und das ungefähr jetzt schon über 20 Jahre. Aufgewachsen bin ich in Ulrichstein, das ist ein kleiner Ort, der Stadtrechte hat und somit die höchstgelegene Stadt in Hessen ist. Mein Lieblingsgericht ist Pasunki mit Sauerkraut. Also für mein Lieblingsgericht Pasunki brauchen wir natürlich Kartoffeln. Die werden gekocht. Dazu brauchen wir auch noch Speck, der ausgelassen wird. Wenn die Kartoffeln gekocht sind, werden sie mit einem Kartoffelstampfer zerstampft. Dann kommt das Kartoffelmehl dazu. Das wird dann miteinander vermischt und das muss man dann wieder auf den Herd stellen und bei geringer Temperatur ständig durchkneten, bis es so ein gummiartiger Ball wird. Dann wird da so eine Wurst draus gerollt, so ungefähr. Dann nehme ich mit dem Messer, schneide ich die jetzt so kleine Bällchen. Oh, das ist schon heiß. Also wie gesagt, wer vielleicht ein bisschen hitzeempfindlich ist, den empfehle ich, so ein paar Einweghandschuhe anzusehen. Dann nehmen wir schon mal hier so ein Löffelchen von dem Speck da rein. Wir mengen das. Und hier, nachher wird es noch mehr, sieht man auch den deutschen Namen von Pasunki, Hopsaklöse. So, das wird dann so lange praktiziert, bis der ganze Teig verarbeitet ist. Und das war eigentlich schon alles für die Pasunki. Mein Lieblingsgericht ist es natürlich deswegen, weil es eine Erinnerung für mich ist. Mein Papa, der hat das immer für uns gekocht und wenn das gekocht wurde, war da die ganze Familie da. Da hat sich immer jeder drauf gefreut. Und das haben wir immer zusammen dann gegessen und das war für uns immer ein Highlight. Oder auf jeden Fall für mich war es immer ein Highlight. Habt ihr überhaupt schon gefrühstückt? Ich schon zweimal. So, zu den Pasunki gibt es halt auch selbstgemachtes Sauerkraut. Das kaufe ich mir dann meistens eingelegt. Im Supermarkt kann man das frisch kaufen. Und das wird dann erstmal ausgewaschen mit klarem Wasser, damit so ein bisschen das Saure von dem Kraut verloren geht. Hab dann noch 6 Wacholderbeeren und 2 Lorbeerblätter mit dazu und auch so einen Fleischbrühwürfel. Wenn das erstmal gut aufgekocht ist, wird das Wasser abgeschüttet, neues frisches Wasser dazugegeben. Wenn das dann gut ist und gar ist, wird das Wasser wieder abgeschüttet, die Lorbeerblätter und die Wacholderbeeren kommen aus dem Kraut raus. Dann wird das Kraut mit einem Stampfer von der Flüssigkeit befreit, weil damit es einfach nicht so wässrig ist. Dann kommt das wieder in den Topf zurück. So, und dieser Speck landet gleich 1:1 auf unsere Hüften. Guten Appetit! Und dazu kommt dann auch nochmal ausgelassener Speck und eine gedünstete Zwiebel rein. Ich bastel gerne, denke mir neue Sachen aus, wo ich Freunde beschenken kann, guck immer mal im Internet, was es das Neue gibt, versuche auch gerne mal neue Rezepte aus und mache für viele Leute, koche ich gerne irgendwie solche kleine Fingerfood-Sachen. Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden, unter anderem ist ein großes Highlight von uns allen der Herzberg. Das ist ein Hippie-Festival, was immer im Juli, August stattfindet für eine Woche und da sind wir so eine kleine Familie, die da zusammenkommt und jeder bringt was mit und da haben wir einfach eine schöne Zeit mit toller Musik und guter Laune. Pasunki ist ein Gericht, das kommt aus Oberschlesien. Oberschlesien ist früher, als mein Vater da noch als Kind gelebt hatte, Deutschland gewesen. Es ist dann nach dem Krieg zu Polen geworden und er ist mit 7 Jahren mussten die da flüchten. Ja, das ist für mich halt auch nochmal so was ganz Wichtiges, wo ich denke, dass ich dieses Gericht einfach in die Welt raustrage, dass jeder, wer Lust darauf hat, mal nachkocht und dass ich so ein bisschen ein Stück Geschichte von unserer Familie verewigte. Pasunki sind fertig! Juhu! Freude, Freude!
für Pfannenlieblingen habe ich Basunki heute und da war ich auch ein bisschen aufgeregt, zum allerersten Mal ganz alleine gekocht, weil ich das sonst halt immer nur bei meinem Papa gegessen habe, wenn er das gemacht hat. Ich war mir erst ein bisschen unsicher, deswegen bin ich so vor 2 Wochen mal bei ihm gewesen und da haben wir das dann zusammen gekocht. Zum Glück ist es mir gelungen und danke Papa für das tolle Rezept. Hat Spaß gemacht mit dir zu kochen und es hat natürlich auch Spaß gemacht für Familie. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!